In dem heutigen Marktupdate-Video schauen wir uns mal die News von Nakamoto Games an. Des Weiteren launcht hier der größte Stablecoin Tether einen neuen Stablecoin. Welcher das ist, schauen wir uns in diesem Video an. Und die Tochtergesellschaft von Telekom T-Mobile hängt jetzt mit dem Bitcoin-Mining an. Das und noch mehr erfahrt ihr in dem heutigen Marktupdate-Video. Wenn du es nicht verpassen willst, bleib auf jeden Fall jetzt am Start. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Marktupdate-Video auf meinem Kanal, Freunde. In dem heutigen Video ein weiteres Video Krypto-Marktupdate. Und wie jeden Freitag schauen wir uns heute mal wieder die Updates, was so passiert ist im Krypto-Space an. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen jetzt auch direkt an. Als erstes haben wir natürlich mal wieder Nakamoto Games. Und ja, Freunde, Nakamoto Games ist mittlerweile ein Standard hier bei uns geworden im Krypto-Marktupdate-Videos. Aber Freunde, was ist es diesmal? Denn diesmal hat Nakamoto Games hier geschrieben: Get ready for action. We are celebrating this Sunday as our first app has been approved for listing on the App Store. Heißt, ihr erste App bzw. ihr erste Anwendung wurde genehmigt für den App Store. Heißt, sie können jetzt in weniger Wochen oder wenigen Monaten, ich denke aber eher mal in wenigen Wochen, eben halt ihr erstes Game, was eben auf Mobile rauskommt, exklusiv hier im App Store launchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Schritt, wie ich finde, für Nakamoto Games, denn die legen derzeit auch sehr viel auf Mobile Gaming, was ich eigentlich sehr gut finde, denn halt eben Mobile Gaming wächst auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren, aber auch im Moment noch. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, was hier Nakamoto Games angekündigt hat und haben auf jeden Fall geschrieben, dass sie jetzt ready sind für eben den Launch. Dann als zweites haben wir direkt hier die News, dass Tether, der größte Stablecoin, einen neuen Stablecoin launcht. Und zwar Tether Gold. Dieser ist halt eben gebaked, heißt hinterlegt von Gold. Ähnlich halt wie bei USDC, wo halt eben zum Beispiel ja, Dollar hinterlegt ist. Hier ist halt eben Gold unterstützt oder hinterlegt. Heißt, wir haben jetzt hier einen Stablecoin bekommen, der halt eben gestützt durch Gold wird. Das ist auch ziemlich interessant, wie ich finde. Hier wird auch weiter geschrieben: Tether Launch New Syndicate Dollar Baked by Gold. Das soweit hierzu. Man kann auch den vollen Bericht einfach nochmal hier anschauen auf Watcher Guru. Einfach mal durchlesen nochmal. Man kann sich hier den ganzen Bericht einfach mal durchlesen. Ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Alles Wichtige zusammengefasst. Sehr, sehr gerne einfach mal durchlesen auf Watcher Guru News. Und ja, das so eigentlich jetzt auch schon zu der News. Des Weiteren haben wir hier eine weitere News seitens von Bitbot. Bitbot hatte ich euch mal vorgestellt, hatte ich aber dann auch nicht weiter erwähnt. Aber Freunde, ich bin natürlich, hatte ich auch in einem Video erwähnt, in das Projekt reingeaped, wie man so schön sagt, und war hier beim Presale dabei. Ich habe zwar jetzt keine große Menge vom Presale mir abgestaubt, aber war halt eben dabei und das war auch mein erster Presale, wo ich jemals teilgenommen habe. Und der Presale ist halt jetzt eben vor ungefähr ein, zwei Wochen zu Ende gegangen und sie haben jetzt hier angekündigt an alle, die beim Bitboard Presale dabei waren, dass man jetzt eben die Tokens am 27. Juni um 12 Uhr claimen kann, wie das Ganze funktioniert, wo man das Ganze kann und so weiter, werden sie hier noch ein paar Tage vorher auf jeden Fall announcen. Das soweit dazu, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Alle, die dabei waren, verfolgt ihr auf jeden Fall gerne mal Bitbot. Und kommen wir jetzt zu der letzten News und auch mein Highlight, würde ich jetzt einfach mal sagen, von dieser Woche. Und zwar die Deutsche Telekom, die Parent Company von der Deutschen Telekom, also T-Mobile, hängt jetzt an mit dem Bitcoin Mining, beziehungsweise haben sie das angekündigt, dass sie halt jetzt eben dies anfangen wollen. Und das Ganze ist gar nicht mal so überraschend, wenn man sich das hier eigentlich anschaut, denn wir können hier sehen, bereits seit 2020 ist die Deutsche Telekom im Kryptobereich aktiv. Heißt, das ist jetzt nicht irgendwo hergegriffen, dass man sagt, okay, wir steigen jetzt einfach mal in Krypto ein, wir machen jetzt direkt Krypto-Mining, Bitcoin-Mining. Das ist gar nicht mal so jetzt unüblich gewesen bei der Deutschen Telekom, denn wir haben ja auch eine Partnerschaft, zum Beispiel mit LFZero und Deutschen Telekom, das zum Beispiel eine Partnerschaft, nur die ich jetzt so mal nennen wollte. Des Weiteren war damals, als es begann, der Konzern damit Validatoren für das Polkadot-Netzwerk zu betreiben, um sich stärker in der Blockchain-Technologie zu interagieren. Seit 2023 betreibt des Weiteren das Unternehmen auch Bitcoin-Nodes und jetzt will es sogar in den Mining-Sektor vorstoßen, wie hier weiter beschrieben wird. Und das finde ich wirklich sehr cool. Generell alle, die, ja, generell alle Firmen, die Mining anfangen wollen, finde ich natürlich gut und ist natürlich sehr positiv. Da kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass das irgendwie negativ ist oder so. Ganz im Gegenteil, umso mehr Firmen natürlich hier Bitcoin Mining betreiben, umso bekannter wird Bitcoin,
umso mehr populär wird das und treibt natürlich das Netzwerk ab. Also deswegen sehr positiv für den Bitcoin, auch dass wir hier die Deutsche Telekom bald als Mining haben. Ihr seht hier auch nochmal die ganzen Partner, bereits auch schon ein Partner, wie ich schon eben gesagt habe, mit LFZero, Chainlink, Polkadot, Hedera und auch EGLD bzw. Multiverse X. Also das ist wirklich hier eine große Palette schon an Partnern, die bereits mit Telekom gearbeitet haben. Aber Freunde, wir sind jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Schreibe mir jetzt gerne mal, was dein Favorite News dieser Woche war. Würde mich brennend interessieren. Ansonsten war es jetzt aber auch schon mit dem kleinen, knackigen Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein wundervolles Wochenende und ciao.